Hallo. Hallo. How are you? Wie geht's, Leute? We go to party. What? Party? What party? Party. Heute ist Sonntag und heute sind wir eingeladen auf eine Villa Pool Party. Yes. Okay. Und nicht wundern, wenn wir euch dann gleich mitnehmen, dass alles weiß und pink und da ich kein Pink mag, habe ich weiß und you white. White color. Let's go. Und lüfte ich ein kleines Geheimnis in Richtung Thailand-Community. Eigentlich bin ich seit meiner Kindheit so ein bisschen blind und trage, seitdem ich denken kann, wegen meiner Kurzsichtigkeit Kontaktlinsen. Und da ich ein bisschen entzündetes Auge habe, heute mal keine Linsen. Achtung! Ready? Ready? Yes! I'm ready! Hier ist er, der Oberstufenlehrer mit dem Zeigefinger. Let's go. Let's go. Das ist die Mai. Den Rest des Videos werden wir wohl nachvertonen. Hier ist diese Villa. Es geht noch ganz tief rein. Die ist riesengroß. Man hört doch schon die Musik und Happy Birthday! Hier schon mal das Geburtstagskind. Ja, ich glaube, ich werde hier das Durchschnittsalter gleich ganz stark anheben. Aber mal gucken. Si Chan Pool Villa. Das ist ja auch ganz normal, dass so die Jugendlichen sowas mieten. Ich habe mir sagen lassen, es kostet immer so zwischen 8.000 bis 15.000 Baht für eine Nacht. Ja, gehen wir mal rein. So, liebe Thailand-Community, natürlich machen wir hier, wie ihr das seht, noch einen Rundgang durch diese Pool-Villa mit euch. Also, das ist jetzt hier in Thailand nicht die erste Pool-Villa, wo ich zu Gast bin. Und ich finde, die sind immer alle ähnlich aufgebaut, ausgestattet. Natürlich gibt es auch Unterschiede, ne? Natürlich ein schöner Pool draußen, eine schöne Anlage,
Eine Küche gehört noch dazu und wie man sieht, es gibt natürlich mehrere Zimmer mit mehreren Schlafübernachtungsmöglichkeiten für die Leute, die nicht mehr nach Hause fahren wollen oder werdet ihr später sehen, wie wir nicht mehr können. Und ja, ein Billardtisch ist auch bisher immer vorhanden gewesen, Fernseher, eine richtig coole Musikanlage und so weiter. Natürlich werden diese Pool-Villas natürlich immer pro Nacht vermietet und da mögen die Preise natürlich, je nachdem, wo sie sich befindet, Ort, Lage, Ausstattung natürlich variieren. Also nach meinen Erfahrungen geht das meistens so los, 7.000, 8.000 Euro pro Nacht. Und also diese Anlage hat jetzt hier 15.000 Euro pro Nacht gekostet. Wie gesagt, falls sich da jemand mal interessiert, sowas mal zu mieten für einen Geburtstag oder andere Events, guckt doch einfach mal bei Google, gebt ein, vielleicht wenn ihr euch in Pattaya oder Phuket aufhält, Phuket Pool Villa zur Miete oder for rent. Ich denke mal, da werdet ihr definitiv so oder ähnliche Angebote finden. Also diese Anlage hier, wo wir halt jetzt zu Gast waren, befindet sich direkt in Chantaburi. Eigentlich bei uns fast um die Ecke, also wir hätten eigentlich sogar zu Fuß hingehen können. Aber wer sich dafür interessiert, den Link, Anschrift, packe ich natürlich für euch unten in die Videobeschreibung. Und liebe Thailand-Community, bevor es jetzt unter diesem Video nochmal das ein oder andere Kommentar gibt, so nach dem Motto, hey Frankie, wie sieht's denn aus? Du wolltest doch in der nächsten Zeit relativ nach Deutschland zurückkehren, das war doch im Gespräch. Ich mache in den nächsten Tagen, versprochen meine Lieben, nochmal ein Update-Video, wie da die Lage aktuell bei mir ausschaut und was da in den letzten Tagen an Neuigkeiten gibt und was da quasi passiert ist, versprochen.
Moinsen, liebe Thailand-Community. Der Tag danach war das eine lustige Nacht. Sorry, Leute. Von meiner Kamera bzw. von meinem Smartphone. Der Akku war irgendwann alle. Deswegen konnte ich da nicht mehr filmen. Hat noch ein paar Stunden gedauert. Und da ich keinen Bock gehabt habe, nach Hause zu gehen, wegen Straßenhunden mitten in der Nacht, haben wir da auch gepennt. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Also ich habe einen kleinen Hangover. Gucken, was die Mai hier macht oder sagt. Guck mal, die hat hier den ganzen Raum abgedunkelt. Ich glaube, die hat auch ein bisschen Schädel. Wollen wir mal gucken hier? Wollen wir mal gucken? Hello. How are you, Kila? Hangover? Strong? Little bit. Hurt my head too. Aber Leute, wir haben schon, das ist ja immer ganz wichtig, wenn man ein bisschen verkaterten Schädel hat, fleißig gefrühstückt. Ne? You eat something, ne? Ne? Wir haben schon gefrühstückt und dann gucken wir, was der Tag noch heute bringt. Aber ich glaube nicht mehr so viel. War gestern noch lustig, irgendwann sind die ganzen Leute zusammen, der Verlang auch, in den Pool gewandert. Later in the evening go in the pool, ne? Und gefeiert, ein bisschen was getrunken. Ja, war sehr, sehr lustig, habe ich am Anfang gar nicht gedacht. Und das war auch ganz cool, ne? So, ich spreche ein wenig Thai, aber meistens, wenn wir so unterwegs sind, reicht es dann doch nicht so aus, um sich halt cool und locker zu verständigen. Aber an den Abend waren halt viele Leute da aus Bangkok, sprich, die haben klein wenig Englisch gesprochen und in Verbindung mit meinen ein wenig Thai und in der Verbindung mit ein bisschen Alkohol konnte man sich ganz gut verstehen. Das war ganz cool. So, falls euch diese Eindrücke von dieser Pool-Villa gefallen haben, ich denke mal, sowas kann man überall in Thailand mieten. Googelt das mal, wenn sich einer dafür interessiert. Kostet meistens so, das war ein bisschen teurer, wie ich das mitbekommen habe, um die 15.000 Thai-Baht. Ich habe sowas auch schon mal gesehen für 8.000, 9.000 oder 10.000 Thai-Baht die Nacht. Aber ist mal die Frage, was in diesem Preis mit einbegriffen ist. So, jetzt würden wir sagen, bis zum nächsten Mal auf den Channel von Chokdi Thailand. Peace, love and Wakalo. Mach's gut, macht ab jetzt was Schöneres als irgendwelche komischen YouTube-Videos anschauen. Abschalten deswegen und ciao. Ciao. Bye, bye.